einzelnen Parteien. Ah, was für ein deutscher Traum. Mit Ludwig von Beethoven. Folgen. Hi! Schön! Wir wollten gestern mal ein bisschen bevor. Heute denken wir mal, es ist ein bisschen familiärer, wenn wir hier uns alle so versammeln. Wir haben hier ein Tellerchen, jeder kriegt ein Tellerchen. Und Achtung, 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 Achtung! Bitte nehmen Sie diese Teller nie aus der Hand! Nie und nimmer aus der Hand! Weil wie es schon in der Bibel steht, Maria und Josef, wer den ersten Teller, wer ohne Schuld ist, der schmeißt den ersten Teller. So ist es. Bitte verteilen Sie es weiter. Bitte nicht in dem Sinne. In dem Sinne nie wieder. Also, was passiert, was geht nicht? Hier, nimm mal. So, da passiert einiges. Richtig. Fühlen Sie sich zu Hause. Oder auch. Machen Sie sich breit. Es ist glatt auf dem Eis. Aber verteilen Sie sich. Die Bar ist den ganzen Abend geöffnet und die nächsten Jahre, die wir dort drin verbringen werden. Wir freuen uns. Wir bleiben jetzt 2 Jährchen hier drin. Gut, dass Sie eine Karte gekauft haben, die besonders lange andauern wird. Die Fahrt geht los. Es ist der kleine Albtraum, der Sie begegnen wird. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und toi, 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 dass Sie durchhalten werden. Bis zum bitteren Albtraum. Los. Macht das nicht. Das ist uns. Ah! Ist das in diesem unterirdischen Gewölbe? Das ist ja natürlich, das ist ja auch so verdammt tief. Oh. Ah. Ich dachte schon, wir würden den Eingang niemals finden. Da ist es. Es scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist das der Tod. Meint ihr,
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, deine Züge zu erkennen. Rot! Stimm mir bei. Ja. Wenn es es ist. Hier, unter den Trümmern der Kantine, zeige ich dir heute meine Zyste. Ja, wir sind auch schon ganz nah dran. Wir müssen nicht mehr viel graben, um zum Eingang zu gelangen. Los, gib mir eine Haue. Du zitterst ja. Hast du Angst? Mir ist nur so kalt. Na, dann mach mal fort. Im Arbeiten wird dir schon warm werden. Es wird nicht lang, ihr kommt schon rein. Ihr sollt ja Jesus Christ, I'm just a star.
Leuchtlicht an den Scheinwerfern werfen. Was machst du denn da?
Ausgezeichnete Wahl. Das heißt ja schließlich Geist, nicht Körper. Besser für die Arbeit. Ich habe früher sehr viel getrunken. Ich habe damit aufgehört, weil es schlecht für die Gesundheit ist. Außerdem macht es das Gesicht kaputt. So, bitte das himmlische Reich hereinspaziert. Ich habe das himmlische Reich geortet. Ich habe es geortet. Ich gehe jetzt rein. Operation startet. Over. Hallo. Angel, dir stimmt auch was nicht. Ja, mir kommt der Kerl auch komisch vor. Aber wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen die Leute ins Vertrauen ziehen, sonst kommen wir nicht weiter. Okay. Besteigen wir mit einem Trompeter sogleich den Turm. Schauen wir unablässig und mit der allergrößten Sorgfältigkeit auf die Straße nach Sevilla. Sobald wir dort einen Reiter, einen Wagen
man Reitern begleitet, erblicken. Lass mir augenblicklich ein Zeichen geben. Was steht hier augenblicklich? Auf jeden Fall. Ich erwarte die allergrößte Pünktlichkeit. Jawohl. Ihr haftet mir mit eurem Kopf dafür. Die Offiziere gehen ab! Angela, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich liebe dich. So, ich hab nochmal nachgedacht. Und ich kacke mir gerade wirklich fast ein. Was ist, wenn die Sache schief läuft? Ach! Sie kommen mir immer so nah. Das ist doch mysteriös. Ich mag sie. Ja, ja, ich mag sie auch. Rappalapap! Lass den Kaffee, lass die Sahne. Schnapp dir deine rote Fahne, Leute! Lass das Gaffen sein. Reit in unseren Marsch euch ein. Bürger! Runter vom Balkon! Wir verlangen noch mehr los! Ich meine, wenn uns das jemand mal vorher gesagt hätte, als wir uns wirklich vornahmen, uns ordentlich und wirklich gründlich und von vorne bis hinten in Florestan zu verlieben, ja? Dass der dann am Ende aus dem Gefängnis rausgeholt werden muss. Da hätten wir mal drei, du, ich, mal ordentlich nachgedacht. Wir bleiben unserem Grundsatz treu. Schwul, pervers und arbeitsscheu. Treu, arbeitstreu. Das ist ja die, schau mal, wie belastet die ist. Ach du meine Güte, ja. Ach du lieber Rot. Ja. Der läuft ja der Schweiß von der Stirn. Gott. Ich würde wirklich unglaublich gerne, Mensch, da kommen so Sachen auswenden, konspirativ sein, aber... Leute, denk doch mal nach. Hm. Hä? Luft und Liebe. Denk doch mal nach. Ja. Denk doch mal nach. Denk doch einfach mal nach und du auch. Denk doch nach. Stichwort Liebe. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tisch hungrig sein. Erst muss mal was zu beißen her und dann können wir über die Revolution nachdenken. Ich hab Hunger. Zum Wetter. Jetzt klopft schon wieder. Das Schicksal. Schon wieder. Oh. Ja, ja, geh doch, mein kleiner Schmetterling. Entfalte dich. Du bist ja ganz zerknittert, kleine Puppe. Entfalte dich. Los, ja. Aber pass bloß auf. Ja, geh, entfalte dich, Püppi. Ich bin ganz offenherzig. Ich liebe dich nicht. Ah, falscher Alarm. Ach, Gott sei Dank. Löffelbiskuit. Ha! Oh! Sei! Was? Hab immer Mut, dann ist doch gut. Das Herz wird hart durch Gegenwart bei fürchterlichen Dingen. Gefühl. Ah, ich hab einen Umzug! Deutschland! Oh. Mein Deutschland! Sagt ihr nicht Deutschland? Ja.
Mein Deutschland. Mein Deutschland. Ich sag's nochmal, mein Deutschland. Was vor 30 Jahren zwischen den beiden geschah. Junge! Ah, fahr weiter! Ja, gut.
wenn man sich nachkommt. Ja, aber du bist ja nicht wirklich nah. Hör mal, kann ich dich was fragen? Ja, ja. Was ist denn da eigentlich unter dem Eis? Schau doch mal nach! Dann kann ich dich retten! Ich will dich retten! Ja. Leg dich unter das Eis! Ja. Ja. Oh nein, das geht ja ab! Genau da, wo ich hingegriffen habe! Noch eine, das passt ja wie die Faust aufs Auge! Versteck dich! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Wir machen das jetzt hier schnell! Was ist denn mit der Stimme los? Hast du dafür rumgeschrien? Ich hasse! Du musst unauffälliger sein! Arsch an die Wand! Arsch an die Wand! Noten lernen! So, die Hände! Und ich will einfach nicht, dass du in Gefahr gerätst! Das ist schon mal gefährlich, was wir beide machen! Freu mich! Nein, Wieland, Florestan, ich sag dir mal was, ja? Wenn du hier einspringst, da bist du binnen 8 Minuten tot. 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, oh, 1, 0. Ach, das glaubt dir doch kein Mensch. Du bist eine konservative Linke, weil hier gibt es noch Richtungen. Ich dagegen, meine Generation, wir sind schon viel weiter, wir kämpfen anders, wir kämpfen so. Ich bin Oksana Abramowitsch. Wir sind zusammen. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist mein bester Freund. Entschuldigung, aber... Sorry, dass wir so reinplatzen. Wir haben nicht was... Wir haben etwas vorbereitet. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir haben etwas, wir haben auch etwas für euch mitgebracht. Hol das jetzt. Diese, mit dieser, wenn wir diese Aktion machen, es ist wie eine, c'est comme un point dans la gueule du système. Wenn wir die Aktion machen, dann ist ein Handschuh in der Fresse des Systems. Le système, c'est comme un décor. Le décor, il faut se détruire. Das System ist wie eine Konstruktion. Diese Konstruktion müssen wir zerstören. Wenn wir Aktion machen, dann suchen wir simple Gesten, um ganz viel Wirkung zu erzeugen. Genau. Wie jetzt? Wir machen jetzt eine Aktion. Ja. Jetzt. Komm mit mir. Aktion. Aktion. Los. Alles ist sofort. But I don't need you, don't need you to make me to like you. Because if you did that like me, I would still like you, you see. La la la. La la la. I like you. I like how you like how I like you. But I don't need you. Don't need you to like me, to like you. If your pleasure turns into pain, I would still lick for a personal gain. La la la. La la. I want you to want
cannot read me enough. I don't need you. La la la. Das ist immer mit uns beiden, mit meiner Freundin und mir das Gleiche, ein ewiges Auf und Ab. Die eine ist oben, die andere ist unten oder umgekehrt. Eine ist im Gefängnis, die andere ist draußen oder umgekehrt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir uns irgendwann einmal Zuneigung entgegengebracht hätten. Das muss wahrscheinlich noch in unserer Zeit liegen, als wir noch Partisanen waren. Wir haben auch immer mit einem Messer zwischen uns im Bett geschlafen. Schau doch! Schau! Hier ist ja auch das Loch, das du in das Eis gepinkelt hast. Das hat einige unter den Eisteppich gekehrte Hässlichkeiten zum Vorschein gebracht. All die Blutgeister wohnen da, rascher Zwang und sinnliche Schwäche. Und schau doch nur dort, die Fischchen, wie sie ihre Formation bilden im Schwarm. Es fällt ihnen ganz leicht. Das Sonnenlicht scheint auf ihre schuppigen Rücken und bricht sich dort. Es scheint dann weiter bis auf 20, 30 Meter durch und verliert sich dann in der Dunkelheit, im Unbewussten oder im Herzen, wie es die Bibel nennt. Sittliche Regung wohnt dort, aber auch wilder Rausch und das große, dunkle, schwarze Seeungeheuer, der Leviathan, der Staat. Leonoren, da bist du ja, mein Kolibri. Komm, komm, ich muss dir was zeigen. Komm, 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 komm. Oh,
wie schwach das Menschenherz sein muss. Ein Spiegelteich des Denkens, Instrument so tief gestimmt und schreibend aus Kristall, das einmal singt und einmal weint. Hier Maiwald, Traun, Schönfelder, Rot, die selbst auferlegte Opferbereitschaft verliert ihre Stränge. Die meisten ziehen sich jetzt abends schon wieder aus. Oh Mann, ich sag's euch im Vertrauen, diese Sache mit der Oper ist wirklich die anstrengendste von der Welt. Leute, diese Oper erwirbt mir noch die Märtyrerkrone. Thank you.
Beschreiben, ihm gewissermaßen eine Form zu geben, wie man es ja auch schon kennt, aus der Natur etwa. Und sind denn nicht alle großen Bemühungen der Menschheit, alle großen Expeditionen ins All oder zum Nordpol nicht ein Versuch, das Erhabene auf die eine oder andere Art zu erfassen? Oder nein, sind diese großen Projekte der Menschheit nicht selbst schon unglaublich erhaben? Ist das nicht eine gute Frage? Was ist größer? Der Mensch oder die Natur? Und
Wenn ich das Gefühl der Erhabenheit verspüre, was genau fühle ich dann? Also ich sehe da zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe gestärkt und geläutert möglicherweise aus dieser Erfahrung heraus, oder zweitens, ich werde zersplittert, zerschlagen. Ich gehe vielleicht sogar daran zugrunde. Und raus Eis werden. Die ewigen Weiten des Alls. Ein undurchdringlicher Urwald mitten in der Kantine der Sophienseele. Orte, an denen Menschen niemals gewesen sind. Und wohl besser auch niemals sein sollen. Und doch wollen wir immer weiter. Wir wollen siegen, und selbst wenn wir verlieren, wollen wir mit Haut und Haaren verlieren. Vom Meer gewaltsam verschlungen, im tiefsten Eis zu Eis geworden. Vom Bären in kleine blutige Stücke zerrissen. Das geht, und dann geht aber auch Liebe und Freundschaft und Fliegen mit dem Flugzeug. Aber wie geht das zusammen? Danke. Ich gehe meine Vase holen. Ja,
Es ist
Bedürfnisse beherbergt die deutsche Weite. Die Felsvorsprünge über dem Rhein, die verschütteten Kohlegruben von Dortmund, die Hexenfeiern am Brocken, die Eichenwälder, die taubedeckten Fußballfelder. All diese Bilder trage ich noch in meinem Herzen, aber die Geschichten dazu habe ich leider vergessen. Beethoven wusste, dass der Mythos, den man ja so schnell vergisst, am ehesten noch im Traume fortlebt. Ich träume vom Stahlmeister Wieland, meinem Namensvater. Er war ein ausgezeichneter Schmied. Seine Schwerter gingen durch Schädeldecken wie durch warme Butter. Aber er hat sich auch einige Unsittlichkeiten zu Schulden kommen lassen. Die Regierung hat ihm die Kniesehnen durchgeschnitten. Ja. Damit er nicht davonlaufen kann, aber er baute sich ein Federkleid und flog davon. In dieser Geschichte verschmelzen Opfer und Täter im Kniefall. Die Prüfung muss durch die Knie gegangen sein. Auf die Knie fallen und zuhören. Lasst uns unser Herz und unsere Seele verschenken, damit wir sie wieder selbst in unseren Händen halten können. Sie auffordern, die Antenne in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin da, Schüler, ich bin dieses Deutschland. Wir möchten Sie bitten, Ihren Teller am Stahlaltar zu zerschmettern. Zerstört das Alte, bevor es euch reinholt. Blut vermengen statt Blut vergießen. Ja, genau so. Der Weg ist noch nicht zu Ende, wenn das Ziel explodiert. Gut. Nach dem Ziel muss gar nicht erst gefragt werden. Ratlosigkeit als Chance. Im Ritus soll der Mythos aufgehen. Weniger Vorschriften, mehr tun. Ja! Thank you.
so spät durch Nacht und Wind. Es ist der deutsche Albtraum mit seinem Kind.